So, hier ist wieder der Matthias und heute mache ich mal ein etwas echteres Unboxing von einem Gerät, das ich selber noch nicht geöffnet und nicht angeguckt habe. Darin soll sich befinden eine Kamera von Casio. Lieferschein habe ich schon mal abgemacht. Mal gucken, ob ich das Messer brauche. Ja, sieht so aus. Ja, da geht es auch schon ganz einfach. Das ist ja wahrscheinlich eh nur eine Unverpackung. Da ist ja ganz viel Luft verpackt worden. Hoffentlich war es Berliner Luft, die soll ja so gut sein. Und da ist er auch schon. Casio Excellim High Speed Kamera. Da werben die auch, glaube ich, gerade mit, dass sie halt diese, ich glaube, 30 Bilder pro Sekunde Funktion haben. Mit der man halt ganz viele Bilder nacheinander schießen kann. Die dann zwar qualitativ nicht mehr so hundertprozentig hochwertig sind, aber sicher immer noch ganz gut. Das gucke ich mir aber in Ruhe alles nochmal an und dann mache ich ja nochmal ein anderes Video zu. So, kann man erstmal vielleicht von der Seite sehen. Dreifach optischer Zoom wird angegeben, 2,5 Zoll Display soll das Gerät haben. Die Bezeichnung Speed EX FS10 in Blau, Casio Excellim High, achso High Speed EX FS10, 9,1 Megapixel. So, dann machen wir das mal auspacken. Das gute Stück. Und da kommen natürlich wie immer zuerst mal die Handbücher entgegen. Das sieht aber ganz sauber aus, ordentlich aus. Guck ich mir in Ruhe auch mal an. So, dann Käbelchen. Schauen wir, was das ist. Da ist einmal S-Video, nehme ich an, und was mag das sein? S-Video und Mono-Audio oder vielleicht zwei Video-Komposit. Das kann eigentlich auch nicht sein. Das sieht aber schon schwer nach normalem Mini-USB aus. Ne, ist es auch nicht. Also auch Casio macht da offensichtlich ihre eigenen, seinen eigenen Kram, wie schon bei Panasonic, wo es so ein Mini-Mini-USB gab. Mal gucken, ob ich das Kabel überhaupt brauche. Tun wir das mal so lange wieder weg. Bis ich überhaupt weiß, wofür das gut ist. Da sollte mich ja dann die Bedienungsanleitung darüber aufklären. Schauen wir mal. So, ein Bändchen, okay, für an die Kamera dran. Dann haben wir nochmal ein Kabel USB. Okay, ich kann das nochmal drin lassen. Das ist wieder der Mini USB, dieser Anschluss, den die selber machen auf USB. Das heißt, man kann die Kamera offensichtlich einmal direkt an den Fernseher anschließen und einmal direkt an den PC. So, dann haben wir hier ein ganz normales zweiadriges Stromkabel, das mich zu der Vermutung führt, dass wir da auch irgendwo jetzt eine zuladenden Akku dabei haben, und es ist auch so. Die Lithium-Ionen-Batterie, 3,7 Volt, 720 mAh Stunden. Ist natürlich nicht so viel. Mal gucken, was die Kamera damit zu leisten imstande ist. Sieht schick aus, verschwindet aber gleich wieder in der Kamera. So, und da ist sie dann auch endlich, die Kamera. Oh, ist aber schön schmal. Oh wow, also erster Eindruck, hervorragend, schick, abgerundete Ecken, wow, einfach nur wow, sieht super aus, echt geil, ja, total schick. Stecken wir erstmal den Akku rein, mal sehen, wo das geht. Auch hier wird unlocked, das heißt, da ist auch eine Sicherheitsfunktion drin, dass das Ding nicht einfach aufgehen kann. Der Akku sollte reingehen, so rum. Oder so rum. Achso. Das ist immer noch so ein kleines Häkchen hier, das dann am Ende den Akku auch festhält. Deswegen ich jetzt zu blöd war, den da reinzustecken. So, Akku auch drin. Häkchen zu, verhakt. Schön, wirklich sehr schön. Viel schmaler als die Panasonic-Kameras, die ich hatte. Auch vom Serverport. Sieht super aus, ich bin begeistert. Mal gucken, hoffentlich macht es auch so schöne Bilder. Hier ist aber komischerweise unter der Kamera noch was drin. Das kann ja eigentlich nur das Ladegerät sein. Dem ist dann auch so. Der Rest ist leer. Machen wir das mal. So, ja, die Ladegeräte ähneln sich wohl alle sehr. Gibt es noch eine Warnhinweis? Ich dachte, sowas machen wir nur in Amerika. Aber gut. Elektrik-Schock,
Danger, Danger. Hat ein nötiger Sicherheitswahl. Hinweis offensichtlich. So, das kann aber hier drin bleiben. Das muss ja immer noch wieder zurückgeschickt werden. Ja, schön. Also, da werde ich mal den Akku aufladen. Eine Speicherkarte einstecken. Hier das Bändchen dran machen, damit mir die Kamera nicht runterfällt. Das gute Stück. Und euch dann nochmal vorführen. Bis dann. Tschüss.